Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Heute setzen wir fort mit einer hoffentlich kleinen Wiederholung zum Thema Future Skills. Wir hatten vor einigen Tagen schon mal darüber gesprochen und sind gar nicht richtig durchgekommen, weil es so viel zu sagen gab und eine rege Diskussion und einen Austausch zu dem Thema gab. Sodass wir sowieso beschlossen hatten, nochmal einen Teil 2 zu machen. Und erst nach der Sendung habe ich dann festgestellt, dass zwar eine Aufzeichnung gelaufen ist, aber irgendwie die Tonspur nicht zustande gekommen ist. Und deswegen habe ich mich entschlossen, dass wir das Thema nicht nur nochmal für einen Teil 2 aufgreifen, sondern gerne hier nochmal kurz in eine Wiederholung reingehen können. Das heißt, für die, die mit dabei waren, einfach nochmal mit anzupacken und zu unterstützen, dass wir das entsprechend nochmal kurz resümieren. Das hilft sowieso, um den zweiten Teil sozusagen fortzusetzen und dann nochmal zu schauen, welche ganzen Aspekte hier zusammenkommen. Und in diesem Sinne seid ihr ganz herzlich eingeladen, mit dazuzukommen und auch in den Austausch einzusteigen, um die verschiedenen Perspektiven zu dem Thema aufzumachen. Und nochmal zur Erinnerung, der Raum wird über die gesamte Zeit aufgezeichnet und nachher auch veröffentlicht. Wer mit dazukommt, ist automatisch damit einverstanden. Zum einen. Zum anderen haben wir drei kleine Raumregeln. Einmal ein Profilfoto, auf dem ihr klar zu erkennen seid, Vor- und Nachname und mindestens einen Satz in der Bio. Wer das aus irgendwelchen Gründen nicht möchte, anonym bleiben will oder ähnliches, ist herzlich eingeladen, einfach über den Chat Gedanken, Fragen etc. mit reinzugeben, sodass wir das dann im Laufe der Zeit auch noch ein Stück weit mit aufgreifen können. Und ja, vielleicht nochmal zum Einstieg zur Erinnerung kurz. Wir hatten beim letzten Mal unter anderem eben über ein Stück weit über die historische Entwicklung gesprochen, dass eben im Rahmen der Aufklärungszeit nach dem Feudalismus sozusagen die Frage aufgekommen ist, naja gut, wenn man jetzt nicht in Zukunft nicht mehr der Tätigkeit nachkommt, weil das eben der Vater beispielsweise vorher gemacht hat, sondern sich das in Zukunft aussuchen können soll, stellt sich ja die Frage, wie kann denn so ein selbstbestimmtes und freies Leben eben auch gestaltet werden? Und in diesem Rahmen gab es viele Diskussionen, Debatten und so weiter. Und was sich herauskristallisiert hat, ist, dass es wichtig ist, eben diese Selbstbestimmung ein Stück weit zu begleiten, weil das Kind quasi nicht so aus der Wiege heraus weiß, was es mal werden will oder in welche Richtung es gehen soll, sondern hier auch ein Stück weit eine Begleitung benötigt. Und so hat sich eine Bildungsdiskussion oder ein Diskurs entwickelt über die Jahre, bei denen auf der einen Seite eben der Bildungsauftrag sich daraus abgeleitet hat, zu sagen, okay, also Bildung, der Bildungsauftrag ist, ein individuell und gemeinschaftlich gedachte Selbstbestimmung zu begleiten, bei der es um Selbstorganisation, Selbstwirksamkeit und Lebenstüchtigkeit geht. Und gerade dieser Aspekt dieser Lebenstüchtigkeit kam dann viel später in den Diskussionen mit rein, weil man dann festgestellt hat, naja, Selbstbestimmung ist zwar schön, aber es braucht ja irgendwie auch zum Beispiel Abschlüsse oder Ähnliches, damit man eben auch sicherstellen kann, dass diese Menschen auch auf dem Arbeitsmarkt gut zurecht sich finden und Ähnliches. Das heißt, es gab auch viele Diskussionen um Qualifizierung und Ähnliches. Und aber Bildung ist ein Dach sozusagen, bei dem auch die Qualifizierung eine Rolle spielt, aber ausschließlich Qualifizierung eben auch seinen Zweck an der Stelle im Hinblick auf den Bildungsauftrag verfehlen würde. Und insofern ist es immer zusammenzudenken und nicht losgelöst voneinander. Und und bei diesen ganzen Diskussionen, die aufgekommen sind und den technologischen Entwicklungen etc., hat sich dann auch nochmal über die Qualifizierungsdiskussionen heraus eine Debatte über Schlüsselqualifikationen ergeben, weil man festgestellt hat, ja, aber es sind nicht nur die Hard Skills und so weiter, die es hier zu vermitteln gilt, sondern das ist etwas Übergeordnetes, was der Mensch braucht, in Anführungsstrichen, um eben in verschiedenen Situationen sich auch zurechtzufinden. Und diese übergeordneten Aspekte sind im Grunde genommen auch Bildung. Ja, und
Das heißt, die Schlüsselqualifikationen, von denen wir, sogenannte Schlüsselqualifikationen, die übergeordnet sind, von denen wir über viele Jahre jetzt auch schon sprechen. Und und jetzt in der neueren Diskussion hat es eben bei den Future Skills und Mega Learning, bei diesen Begriffen geht es darum, nochmal ein Stück weit zu signalisieren. Also im Grunde genommen geht es immer noch um übergeordnete Schlüsselqualifikationen, die auch diesem Bildungsauftrag dienen sollen. Nur, dass man mit anderen neuen Begriffen, die man gewählt hat, ein Stück weit auch signalisieren möchte, dass es eben nicht nur der bisherige Diskurs ist, sondern auch darüber hinaus noch weitere Aspekte mit reinkommen. Und hier kommen ganz verschiedene Aspekte mit rein. Und das ist das, worüber wir heute sprechen wollen. Also Future Skills, was fällt da eigentlich alles rein? Was sind die Herausforderungen, die wir haben? Und hier eben gemeinsam nochmal zu gucken und aus gerne auch verschiedene Beiträge aus eurer Perspektive mit aufzugreifen. Ja, insofern bin ich total gespannt, wer heute mit dazukommen mag und hier dann sozusagen auch den Monolog mit mir gemeinsam in einen Dialog überführt. Und ihr seid herzlich eingeladen, auch wirklich mehrere Personen auch mit dazu zu kommen, damit wir an der Stelle dann auch schauen können, dass wir auch unterschiedliche Perspektiven aufmachen. Und während ich warte, wer als erstes mit dazukommen mag, vielleicht an der Stelle auch nochmal eine Ankündigung in dem Zusammenhang. Ist ja auch schön, wenn wir verschiedene Ankündigungen haben, die wir verkünden können. Heute ist ja nicht nur Future Skills sozusagen dran, sondern ist es auch gleichzeitig die 900. Sendung. Und als ob es so gewünscht oder bestellt gewesen wäre, haben wir heute auch noch, der Patrick Wenke hatte das letztens mal erwähnt, als er eben beim Gespräch hier war, beim Interview. Und zwar haben wir heute einen Fünfteiler im HR-Fernsehen, startet heute um 18.45 Uhr jeden Tag zum Thema Glück. Date mit dem Glück heißt die Folge. Du bist gerade noch auf laut geschalten. Danke dir. Also der Fünfteiler Date mit dem Glück startet heute um 18.45 Uhr mit Patrick Wenke und weiteren Persönlichkeiten, die was zum Thema beitragen können. Das heißt, schaltet euch gerne dazu, schaut's euch an. Wir sind auch schon total gespannt und freuen uns drauf. Heute bis Freitag läuft das jeweils um 18.45 Uhr. Falls ihr bei der einen oder anderen Folge eben zeitlich verhindert sein solltet, habt ihr auch im Nachgang die Möglichkeit, das in der Mediathek nochmal zu schauen. Und am Mittwoch ist auch ein Beitrag von mir zum Zusammenspiel von Veränderung und Glück aus der Sicht der Neurowissenschaften mit dabei. Also von daher glaube ich, dass es wirklich auch ganz spannend ist und würde mich freuen, wenn ihr euch anschaut und vielleicht auch der eine oder andere eine Rückmeldung dazu einfach mal schickt. Ja. Genau. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Jürgen. Was sagst du denn zu dem Thema Future Skills? Ja, lieben guten Morgen, liebe Jasmin, und guten Morgen alle im Raum. Nachdem ich unverhofft ja jetzt wieder bei euch sein kann, was mich sehr freut, insbesondere zu diesem Thema, das du jetzt an die Wand gepinnt hast mit Future Skills, ist in der Tat eine gewisse Herzensangelegenheit im Kontext mit Bildung von mir. Aber an erster Stelle möchte ich dir meinen herzlichsten Glückwunsch ausdrücken für deine 900. Sendung. Ich wiederhole mich, es ist für mich eine unglaubliche Leistung, 900 Tage hintereinander jeden Morgen mit dieser Kompetenz und nicht nur vom fachlichen Wissen, sondern in Bezug auch auf deine Leistung als Moderatorin, diese Themen immer wieder auf ein absolut nutzbringendes, für alle sicherlich nutzbringendes Niveau zu hieven. Das entbietet mir höchsten Respekt, liebe Jasmin. Und das finde ich wunderbar, insofern, dass ich heute wieder bei euch sein kann, um dir das nochmal auszudrücken. Zu dem Thema an sich gibt es sehr viel zu sagen. Du hast es anmoderiert, aber ich würde mich da gerne jetzt mal erstmal zurückziehen und schauen, ob jemand anderes noch auf die Bühne kommt, wie sich dieses Thema, das ja auch wiederum eine sehr große Komplexität ausweist, wie sich dieses Thema entwickelt. Bin aber, bleibe auf der Bühne und schalte mich da sehr gerne dazu. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben.
Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank auch für deine lieben Worte, über die ich mich sehr freue. Und ja, 900 Sendungen, das haben wir geschafft, gemeinsam übrigens. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell die Zeit auch vergeht und verfliegt, in Anführungsstrichen. Gleichzeitig freue ich mich, dass daraus quasi auch eine Art Routine geworden ist. Und freue mich tatsächlich über jeden Tag und über jede Sendung, in der wir gemeinsam verschiedene Themen eben gemeinsam auch im Austausch neue Perspektiven aufmachen und so dann entsprechend auch heute. Und ich ganz herzliche Einladung an alle, mit dazu zu kommen. Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten ja nicht ohne Grund gesagt, wir wollen einen Raum Teil 2 machen. Da hatten wir noch nicht gewusst, dass die Aufzeichnung zwar läuft, aber die Tonspur fehlt. Und deswegen haben wir jetzt Teil 1 und Teil 2 sozusagen und können gerne noch mal ein Stück weit auch in die Wiederholung gehen, um dann auch wieder fortzusetzen, ohne noch mal alles im Detail vielleicht auszubreiten. Aber das überlasse ich gerne euch. Ich kann mich allerdings daran erinnern, dass es ja wirklich eine sehr rege Diskussion auch gab. Und das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, also ein Raum reicht zu diesem Thema gar nicht. Da dürfen wir auf jeden Fall auch in eine Fortsetzung gehen. Und insofern bin ich total gespannt. Vielleicht ein paar Stichworte, die ich mir nochmal notiert hatte, auch die beim letzten Mal auch mit angeklungen sind oder auch diskutiert wurden. Unter anderem beispielsweise hatte ich aufgegriffen den Aspekt der Ambiguitätstoleranz, also gerade in Zeiten, in der wir eben durch diese hohe Geschwindigkeit, die da ist, und die Komplexität, die sich bei den ganzen Themen ergibt, entsteht eine Art Unsicherheit oder Ungewissheit, und es geht darum zu schauen, wie kann man eben am besten hier diese Toleranz auch entwickeln, um mit Unsicherheiten und Ungewissheiten umzugehen, also Umgang mit Spannungsfeldern, Dilemmata, also Widersprüche etc. Und auch durchaus nicht auflösbare Widersprüche eben auch entsprechend aushalten zu können. Dann hatten wir einen Aspekt, da ging es so in diese Richtung Szenarien denken und handeln, also wirklich auch verschiedene Szenarien durchzuspielen und so wie wir das auch hier im Deep Talk ja bezeichnen oder ich ganz häufig Gedanken jonglieren sozusagen, um eben verschiedene Szenarien auch durchzuspielen, dass das zunehmend auch etwas ist, was es mehr braucht, auch in der Ausbildung selbst. Dann hatten wir angesprochen den Aspekt, dass es immer wichtiger wird, eben tatsächlich auch bei dieser ganzen Informationsflut in eine Differenzierung reingehen zu können und unterscheiden zu können, was ist denn eigentlich eine Information im Unterschied zu tatsächlichem Wissen. Und das ist zunehmend gar nicht so einfach, gerade auch mit den ganzen Entwicklungen mit künstlicher Intelligenz und so weiter, wo es ja zunehmend noch schwerer wird als bisher sozusagen hier tatsächlich noch unterscheiden zu können. Wir hatten drüber gesprochen, es gibt zum Beispiel Videomaterial, wo man gar nicht mehr genau weiß, ist es jetzt manipuliert oder nicht, sind es Fake News beispielsweise und Ähnliches. Also das heißt, es braucht auch an der einen oder anderen Stelle entsprechend eine gewisse Recherche oder die Fähigkeit zur Recherche und Analyse, um eben hier auch selbst zu Erkenntnissen kommen zu können und nicht einfach nur zu konsumieren, in Anführungsstrichen. Und wir hatten noch gesprochen unter anderem über die Imaginationskompetenz, die es zu entwickeln gilt, also im Sinne von auch Visionen, visionär zu denken, geht nicht, gibt's nicht, sehr platt ausgedrückt, und hier auch vielleicht als Beispiel Ford, der dann eben, um das eine oder andere zu entwickeln, tatsächlich sich die Experten ins Team geholt hat und immer wieder, wenn die gesagt haben, dass es nicht möglich sei, dann immer weitermachen lassen hat, in Anführungsstrichen. Also dass dieses nicht möglich sozusagen auch nicht zu akzeptieren, in Anführungsstrichen, sondern ja, vor dem Hintergrund der Entwicklung, wenn wir mal zurückblicken, in der Menschheit gibt es sehr viele Beispiele, wo Menschen gewisse Dinge erforscht haben und andere sie für verrückt oder bekloppt erklärt haben, weil es eben unvorstellbar war, dass hier ein Durchbruch gelingen kann. Und tatsächlich ist es ihnen aber doch in vielen Bereichen gelungen. Und insofern macht es eben Sinn, hier an den Sachen auch einfach dran zu bleiben und die Vorstellungskraft sozusagen weiterzuentwickeln und angelehnt an die Vorstellungskraft dann zu schauen, wie kann es möglich werden und dementsprechend auch viele, viele Versuche zu wagen, um Antworten zu finden.
Also Jürgen, wir sind immer noch allein. Also von daher würde ich den Ball jetzt erstmal wieder zu dir zurückspielen. Ja, den Ball nehme ich gerne auf, liebe Jasmin, und zwar in zwei Punkten, die ich gleich mal vorwegnehmen möchte. Und als erstes so meine Lieblingsfrage, die kommen muss bei einem neuen Thema. Wenn das Schlagwort heißt Future Skills, drängt sich für mich die Frage auf, wofür? Und das Zweite ist, du hattest es im Verlauf deines letzten Beitrags gesagt, fällt das Wort Kompetenz. Und du weißt oder ihr wisst ja auch im Raum, dass ich von den Begrifflichkeiten sehr pingelig bin. Und für mich rangiert Skills praktisch in einem Triangel. Ich möchte nicht sagen, jetzt unbedingt doch schon etwas in der Mitte als sequentielle Folge, und zwar im Hinblick auf die Begrifflichkeiten Fertigkeiten, dann Skills und dann Kompetenzen. Also ich mache und ich weiß, dass es in vielen Publikationen eben nicht gemacht wird, aber ich mache eine deutliche Unterscheidung zwischen Kompetenz und Skills. Und ich mache auch eine Unterscheidung zwischen Skills und Fertigkeiten. Und wenn das Thema jetzt heißt Future Skills, wir hatten in der Tat dieses Thema schon mal in einem Raum, ich kann mich jetzt erinnern. Und da war auch meine Frage in Verbindung mit dem Wofür. Verstehen wir jetzt diese Future Skills als Skills, die es bislang nicht gibt und die deswegen Future sind, weil sie da neu sind? Oder sind es Skills, die insbesondere für unsere visionäre oder angenommene, unterstellte Future notwendig sind, also die auf bereits vorhandenen Skills aufsetzen und in nur einer gewissen, in einem gewissen Umfang modifiziert werden und werden müssen für diese Future? Das wären insofern mal meine zwei Gedankeneinhänger für dieses Thema. Zugegeben, keine Antworten, aber vielleicht ein Vorschlag in dem Bereich, eine Klärung oder eine Diskussion anzustoßen. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Dann lass uns doch direkt gerne auch Sabine mit einbinden und schauen, welche Gedanken sie mitgebracht hat zum Thema. Und dann können wir gerne auch nochmal Querbezüge herstellen. Sabine, einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Auch ich möchte dir natürlich zu deinem 900. gratulieren. Ich finde das den Hammer, dass du da jeden Morgen präsent bist. Wahnsinn. Das ist natürlich nicht bei jedem so, wie bei mir heute Morgen kam. Mein Sohn ist wieder da, dadurch läuft der Tag wieder etwas anders. Aber ich habe am Wochenende auch mit ihm mal über Bildung gesprochen. Ihr wisst ja, der war ein Jahr in Kanada. Und er sagt, das Level ist nicht so hoch, deswegen hat er auch als Zehnklässler durchaus in Mathe 12. Klasse besucht, hat sich auch am Wochenende schon mit Freunden getroffen und mal diskutiert, was die inzwischen in Mathe gemacht haben. Alles sehr interessant. Aber er sagt, er hat halt alles mit Freude gemacht. Er hat viele Sachen drumherum gemacht, wo auch das Teamwork sowas von oben anstand. Also er hat fast in jedem Fach irgendwie an Projekten gearbeitet mit anderen, was wahrscheinlich auch ein Future Skill. Ich meine, wir haben es heute schon, aber üben wir es wirklich so oder gucken wir lieber, dass erstmal der Konkurrent ausgebotet wird? Und er sagt, er hat in so viele Sachen reingeguckt, was es bei uns nicht mehr in der Theorie gibt. Also sagt er hat sich wahnsinnig gefreut, er hat mir sein Jahrbuch gezeigt und auf der letzten Seite hat jeder Lehrer einen auf ihn individuellen Satz formuliert, was ihn auszeichnet. Ich fand das den Hammer. Also das haben sie, die kriegen so eine Reportkarte, die kriegen sie vierteljährlich, da steht schon was, aber jetzt auch nochmal so als Summary. Naja, mal sehen. Er ist heute in die Schule gegangen und will da mal mit den Lehrern einsprechen, wie es weitergeht. Interessant noch, vielleicht noch eine andere Sache. Ich habe diese Woche auch mit einer Freundin gesprochen, die ist Journalistin, hat selbst drei Kinder und wir haben auch ein wenig über das Thema diskutiert. Und da sind wir ziemlich auseinandergegangen, weil sie als Journalistin sagt, die humanistische Bildung in Deutschland ist für sie das A und O.
Und ihr Sohn ist auch zufällig ein halbes Jahr in Ohio jetzt gewesen. Und sie sagt, das Level da drüben ist ja grottenschlecht. Also, die Meinungen gehen da sehr auseinander. Ich bleibe auf meiner Meinung. Ich denke, für mich wäre das A und O, dass Motivation dabei ist. Und Motivation kommt halt dadurch, dass es Leuten Spaß macht und sie sich dann auch da in die Themen vertiefen und auch weiterarbeiten und nicht nur die Pflichtarbeit machen und sehr oft auch ganz aussteigen. Das war mein Beitrag. Entschuldigung, dass ich nicht ganz bei dir, Jürgen, aufgesetzt habe, aber mir kam das parallel. Aber ich bin sicher, dass wir an deinem Thema weitermachen können. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Lass mich da noch mal ganz kurz nachfragen. Du hast unter anderem gesagt, dass dein Sohn meinte, er hat in vieles reinschauen können, was es bei uns noch nicht mal in der Theorie gibt. Hast du da vielleicht ein oder zwei Beispiele, damit wir uns was darunter vorstellen können? Ja, ich habe sogar vier Beispiele. Also einmal haben sie viele Fächer gehabt, die für mich eigentlich zum Leben dazu gehören. Und das ist bei ihm jetzt, er hat Food gewählt, also Essen. Das aber einerseits auch als praktisch, also die waren wirklich in der Küche, haben aber auch die Bestandteile an Essen und konnten auch in der Kantine mitarbeiten, um mal so einen Restaurantbetrieb zu sehen. Das war das. Dann hatte er ein Fach Mechanical Engineering. Da ist der Lehrer hingekommen und hat gesagt, so im nächsten halben Jahr werden wir alle ein Problem von euch lösen. Und da mussten die sich selbst Gedanken zu einem Problem machen. Dass die Lösung konnten sie dann programmieren und am 3D-Drucker ausdrucken. Er hat so Klemmen fürs Handy, wo er sein Aufladegerät oben drauflegen konnte. Erste war zu groß, zweite hat er dann angepasst, das passte dann, war ein totaler Aha-Effekt. Ich habe was produziert, ich habe was in den Händen, ich weiß, wie so ein 3D-Drucker funktioniert. Dann hat er Psychology, also Psychologie noch also ein halbes Jahr gehabt, fand er den Hammer. Die Lehrerin sagte, sie hätte eigentlich nie einen Zehntklässler genommen. Sie wusste aber nicht, dass er ein Zehntklässler ist. Im Nachhinein hat sie gesagt, es war wahnsinnig, mit was für einer Begeisterung er sich da eingearbeitet hat. Also auch eine tolle Sache. Und das vierte. Ach ja, Business und Marketing war noch das vierte. Natürlich auf einem relativ niedrigen Level, aber als Zehntklässler konnte er mal da reingucken. Und das sind ja doch auch viele Sachen. Und wir hatten es ja auch schon noch für andere Bereiche, wie zum Beispiel Klima oder so, dass sowas auch als Basisfach mit unterrichtet würde, dass die Leute in den Bereichen sich einfach fortentwickeln. Okay, viele machen es über YouTube oder TikTok oder sonst was, aber die Begeisterung derer ist dann eine ganz andere, weil das spornt die jungen Menschen auch an. Und gehört, meine ich, zu den Future Skills als Basic Learning dazu. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Dann haben wir nämlich auch ein paar Anhaltspunkte für uns, um uns was darunter vorzustellen, was hier vielleicht auch nochmal den Unterschied ausmacht. Das eine oder andere gibt es vielleicht an der einen oder anderen Schule, aber es ist letztendlich jetzt nicht, es sind nicht klassische Beispiele, die wir jetzt weit verbreitet an allen Schulen finden können. Manchmal gibt es Projektarbeiten, die dazu führen, dass das eine oder andere Thema vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch aufgegriffen wird. Manchmal sind es Fächer wie Ethik oder ähnliches, wo vielleicht auch sowas wie Klima oder ähnliches besprochen wird. Aber so im Großen und Breiten ist es zumindest nicht im klassischen Curriculum enthalten, in Anführungsstrichen. Ich denke, das können wir zumindest mal feststellen im Unterschied. Ja, und damit würde ich dann jetzt gerne auch noch mal schauen wollen, auch Querbezüge herzustellen. In Bezug auf die Fragestellungen, die du mit reingegeben hast, Jürgen, auf der einen Seite, vielleicht magst du ja auch hier ansetzen und in Bezug auf das Wofür etc. auch noch mal vielleicht Anhaltspunkte geben, was deine Gedanken sind, warum es aus deiner Sicht erforderlich ist und gleichzeitig aber auch gerne die Gelegenheit nutzen, eben auch an dem, was Sabine gesagt hat, auch wieder anzudocken. Ja, vielen Dank, Jasmin. Ich versuche es mal. Vielen Dank, Sabine, für deinen Beitrag. Ich denke schon, dass da eine für mich jedenfalls wesentliche Verbindung herzustellen ist zu dieser, insbesondere zu meiner Frage, wofür. Weil das, was du geschildert hast,
geht für mich eben eher in diese Richtung, dass die Schüler in Richtung, ich sage jetzt mal, in Richtung Lebensskills entwickeln werden und angeleitet werden, sich in Richtung von Lebensskills zu entwickeln. Ich sage bewusst nicht Kompetenzen, aber Lebensskills, während bei uns immer noch leider dieses typische Fächerdenken an unseren Schulen und Erziehungsanstalten existiert, dass im Grunde, ich weiß, dass ich da vielleicht einen etwas radikalen Ansatz habe, aber die im Grunde genommen ja eine jahrhundertealte Tradition fortsetzt, diese Fächer entsprechend kategorisiert im Hinblick auf das, was da als Inhalt an Qualität vorzuhalten ist, insbesondere dem Arbeitsmarkt dient. Und der Arbeitsmarkt ist, wie ihr ja wisst, eine der drei wesentlichen Beeinflussungssäulen unserer staatlichen Organisation, neben der Gesundheit und Pflege, und ist die Bildung und die Arbeit, das sind diese drei wesentlichen staatlichen Stützstellen, dieses Gesamtkonstrukt zusammenzuhalten. Und ich fand es sehr aufschlussreich und ich wiederhole mich insofern auch eine Verbindung auf das Wofür, nämlich mit diesen Future Skills den jungen Menschen eine andere Grundlage im Hinblick auf ihre Entwicklung für das sich verhalten im zukünftigen Leben und nicht nur in dem Teilkontext des Lebens Arbeit zurechtfinden zu können. Wobei die Arbeit für mich nach wie vor bitte nicht oder für mich nicht negativ konnotiert ist. Und ich halte auch jedem entgegen, der sagt, ich möchte nicht mehr, was weiß ich, 40 Stunden in der Woche arbeiten, ich möchte meinem Leben einen Sinn geben. Ich denke, mit einer wohlgewählten und entsprechenden Arbeit habe ich eigentlich einen Riesenfundus, meinem Leben einen Sinn zu geben. Aber genau das ist für mich der Punkt und ein Ansatzpunkt für Future Skills und für die Verantwortlichen, die junge Menschen anleiten, herauszufinden, zu entwickeln, wo diese Fähigkeiten führen, die irgendwann in einem erfüllten auch Arbeitsumfeld und Lebensumfeld dazu führen, dass das Leben einen Sinn hat und insofern die Grundlage darstellt, auch glücklich zu werden. Vielen Dank deswegen nochmal, Sabine, für deine aus dem Leben gegriffenen Beispiele deines Sohnes. Ich finde, das ist ein sehr guter Ausgangspunkt. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und Sabine hatte auch einen Begriff verwendet, nämlich den der Motivation. Möchte ich gerne in dem Zusammenhang auch nochmal aufgreifen. Denn wir hatten ja in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder auch diesen Aspekt aufgemacht. Also Motivation spielt eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang, weil wir hatten gesagt, unser Gehirn ist sozusagen so ausgeprägt, dass wir uns zwei Fragen immer wieder automatisch stellen, ohne dass uns das bewusst ist. Nämlich einmal die Fragestellung, geht es bei dem, um was ich da jetzt höre, um Existenzsicherung, also wird meine Existenz auf irgendeine Art und Weise bedroht? Und das zweite ist, was nützt es mir? Und diese Frage stellen sich eben auch Schüler und Schülerinnen sozusagen im Unterricht immer wieder, ohne dass ihnen das unbedingt bewusst ist. Und wenn ich kein hinreichendes Ja sozusagen auf die zweite Frage, wofür nützt es mir? Die erste Frage brauchen wir uns in der Regel nicht so intensiv anzuschauen, weil wir jetzt in einem Klassenraum beispielsweise nicht die Situation haben, dass tatsächlich unsere Existenz bedroht ist. Also es geht nicht ums Überleben. Das heißt, dann greift automatisch die zweite Fragestellung und wenn ich nicht klar erkennen kann sozusagen, was mir das nützt in der Zukunft, nämlich zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt oder auch im alltäglichen Leben, dann sind ganz viele Fragezeichen da und dann wird quasi das Gehirn auch relativ schnell abgeschaltet, denn das Gehirn mag
per se erstmal keine Energie aufwenden. Ja, das arbeitet durchgehend und verbraucht auch sehr viel Energie und ist nur bereit, dann sozusagen aktiv zu werden, wenn es einen guten Grund dafür gibt. Und häufig, das können jetzt verschiedene Aspekte sein, das kann einfach vom Lehrplan her sein, dass gewisse Dinge aufgegriffen werden, die nicht tatsächlich benötigt werden. Oder es kann aber auch sein, dass einfach nur, obwohl es benötigt wird, vielleicht einfach der Zusammenhang nicht immer ganz klar ist, was auf der einen Seite mit dem Alter zu tun haben kann, auf der anderen Seite mit dem Lehrer zu tun haben kann, wie das, wie der Lernstoff auch vermittelt wird. Wir haben viele Aspekte, die hier zusammenkommen, sowas wie Zeitdruck beispielsweise. Dann haben wir an vielen Schulen, kriegen wir das ja auch mit, dass es zum Beispiel Lehrermangel und so weiter gibt. Also viele Herausforderungen, die hier zusammenkommen, die dazu führen, dass die Motivation nicht immer ganz angekurbelt werden kann, in Anführungsstrichen, weil nicht ganz klar erkennbar ist, für was das Ganze. Und dann sind wir auch wieder bei diesem Aspekt, wofür. Ich möchte gerne noch ein bisschen das Ganze nochmal ausweiten, weil bei dem Begriff Bildung denken wir ja automatisch häufig eben an Schule. Wobei gerade bei den ganzen Diskussionen etc. wird ja auch sehr, sehr deutlich, dass es eben seit langem schon um ein lebenslanges Lernen geht. Das heißt, es ist nicht beschränkt auf ein bestimmtes Alter, weder in Bezug auf kleine Kinder noch Kinder im Schulalter oder Heranwachsende. Es geht dann mit der Ausbildung weiter, nach der Ausbildung zum Beispiel möglicherweise ein Studium, Hochstudium, aber dann auch spätestens im betrieblichen Kontext geht es ja auch weiter. Und auch im Rentenalter, in Anführungsstrichen, kann das durchaus eine Rolle spielen oder sollte es sogar eine Rolle spielen. Auch da haben wir schöne Erkenntnisse aus der Hirnforschung, die beispielsweise belegen, dass es wichtig ist, das Gehirn auch aktiv zu halten und weiter zu jonglieren sozusagen mit den Gedanken, um sicherzustellen, dass die neuronalen Netzwerke nicht abgebaut werden. Und das hat zum Beispiel einen Einfluss auf Demenz etc. Also je länger wir sozusagen hier auch sicherstellen, dass die Strukturen in unserem Gehirn weiter wachsen können, weiter verknüpft bleiben, desto gesünder im Hinblick auf so Aspekte wie Demenz etc. Sind wir auch und haben erst später auch Symptome. Also von daher, das ist mal so das eine. Das andere ist, dass natürlich auch sich der Arbeitsmarkt verändert, während wir vor vielen Jahren immer noch die Situation hatten, dass jemand zum Beispiel in einem Unternehmen gestartet ist und vielleicht auch 30, 40, 50 Jahre dort gearbeitet hat, stellt sich diese Frage heute nicht mehr. Es ist ganz klar, dass es viele Menschen gibt, die im Laufe ihrer Berufslaufbahn sozusagen auch Unternehmen wechseln. Häufig ist es sogar so, dass sie nach 2 bis 3 Jahren, manche vielleicht nach 5 Jahren, aber dass dieser Wechsel ganz üblich ist, in Anführungsstrichen mittlerweile, und zum Leben dazugehört. Und bei denen, und jetzt kommt noch eine besondere Situation hinzu, nämlich wir haben ja in der Vergangenheit immer vor dem Hintergrund von verschiedenen Abschlüssen sozusagen gedacht und agiert. Was wir jetzt zunehmend eben auch beobachten können, ist, dass es nicht mehr der einst gemachte Abschluss ist, der hier Relevanz hat, sondern zum Beispiel auch der Quereinstieg eine ganz besondere Rolle bekommt, vor dem Hintergrund von den ganzen technologischen Entwicklungen, die wir ja auch aufgemacht haben unter diesem Dachthema Pioniergeist mit Hirn, wird ja deutlich, dass zum Beispiel so Entwicklungen wie zum Beispiel künstliche Intelligenz und so weiter, dass bestimmte Aufgabengebiete eben in Zukunft nicht mehr ausgeführt werden von dem Menschen, sondern eben von der Maschine, also eine Automatisierung, dann Deep Learning, was hier stattfindet und so weiter. Und dementsprechend ist jetzt natürlich dann auch die Frage, ist es dann so, dass ich dann weiter nach einem Job suche, wo ich mit der ursprünglichen Ausbildung so reingehe, oder ist es nicht relativ klar sogar, dass es eben nicht mehr die ursprüngliche Ausbildung sein kann, die hier greift, sondern dass ich vielleicht auch was Neues lernen darf oder umlernen darf. Und da stellt sich ganz schnell die Frage, muss das dann etwas sein, wo ich dann wieder eine neue Ausbildung mache, oder bekomme ich auch die Gelegenheit, beispielsweise on the job etwas zu lernen und mich hier weiterzuentwickeln? Also viele, viele Themen bis hin zu
gerade wenn wir diesen demografischen Wandel uns noch betrachten. Das heißt, Menschen, die eben vor dem Hintergrund ihres Alters aus dem Unternehmen ausscheiden, junge Menschen, die reinkommen, wie kann hier zum Beispiel auch Wissenstransfer sichergestellt werden? Und so wird auch deutlich, dass jeder sozusagen in einer Gesamtschau betrachtet, auch seine Stellung in der Gesellschaft und auch auf dem Arbeitsmarkt hat und nicht mehr bedeutend ist oder weniger bedeutend ist in seiner Rolle, sondern eben auch von Bedeutung ist in jedem Fall mit unterschiedlichen Perspektiven, die wir aufmachen können. Der eine vielleicht vor dem Hintergrund der Erfahrung, der andere vor dem Hintergrund eben neues Wissen im Kontext von Technologien und Anwendungsmöglichkeiten mitzubringen und. Das heißt, hier haben wir eine relativ breite Palette und deswegen ist es auch wichtig, diesen Bildungs Begriff eben auch als auszudehnen, nicht nur auf kleine Kinder, sondern als lebenslanges Lernen zu betrachten und dementsprechend auch vor diesem Hintergrund zu diskutieren. In Bezug auf deine zweite Frage, die du vorhin mit eingebracht hattest, Jürgen, auch dazu mag ich gerne ein, zwei Worte sagen und dann können wir gerne auch wieder Querbezüge herstellen, beziehungsweise ich habe schon gesehen, dass wir eine weitere Wortmeldung haben, die würde ich dann auch noch mit dazu holen. In Bezug auf die Fragestellung, sind es denn jetzt eigentlich neue Skills, die es vorher nicht gab, die es zu erlernen gilt, beziehungsweise bezieht sich das sozusagen auf etwas, was möglicherweise schon da ist, aber sich eben nochmal verwandeln darf, also bezeichne ich das jetzt einfach mal im Hinblick auf das, was wir in Zukunft an Skills benötigen werden. Und ich aus meiner Perspektive würde sagen, da ist möglicherweise beides dabei und es muss ja auch nochmal individuell betrachtet werden. Das heißt, gerade wenn wir lebenslanges Lernen aufmachen und nicht nur von zum Beispiel Kindern oder sowas ausgehen, also auf der einen Seite haben wir immer Personen aus der individuellen Perspektive drauf geschaut, die bestimmte Skills noch nicht haben und diese erlernen dürfen. Und auf der anderen Seite haben wir dann Personen, die vielleicht das eine oder andere in der Vergangenheit auch schon gelernt haben. Aber auch wenn wir jetzt, nehmen wir mal als Beispiel jemand, der 30 ist, nicht jeder verfügt über die gleichen Skills, obwohl die Skills vielleicht per se schon diskutiert sind und auch die Notwendigkeit bereits erkannt ist. Also von daher stellt sich die Frage, neu für wen? Aus der persönlichen Brille betrachtet, kann es durchaus neu sein, obwohl es vielleicht in der Diskussion keine neuen Skills in der Form, die benötigt werden, darstellt. Das ist also der eine Gedanke, den ich dazu habe. Und das zweite ist in Bezug auf Future Skills, also Skills, die wir in der Zukunft benötigen werden, bin ich persönlich auch davon überzeugt, dass es durchaus auch neue sind als das, was wir bisher haben. Nur die Antwort darauf, welche das genau sind, ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn Future liegt einfach in der Zukunft und von daher, und das ist ja vielleicht auch eines der Skills, die wir benötigen, eben auszuhalten, nicht zu wissen, was genau benötigt wird, aber wenn es dann benötigt wird, entsprechend auch flexibel zu sein, um das, was neu kommt, auf uns zukommt, eben auch anzunehmen und damit umzugehen. Jürgen, magst du dazu noch was sagen, während ich dann die weitere Handmeldung hier direkt mit dazu hole? Ja, vielen Dank, liebe Jasmin, das mag ich gerne. Ich mache das, dass ich es auch selber nicht vergesse. An drei Teilbereiche oder Begriffe möchte ich aufgreifen, die du ausgeführt hast. Einmal die Motivation. Das zweite hast du angesprochen, die Erfahrung. Und der dritte Punkt war jetzt das Thema Future. Zum Thema Motivation denke ich, und für mich tut sich im Moment meine Mindmap immer in größeren Dimensionen mal wieder auf, sind wir für mich bei dem ganz wesentlichen Aspekt, der bei Future Skills mit betrachtet werden muss, nämlich es taucht ja oft in dieser Verbindung der Begriff des Mega-Learnings auf. Und also in der Art oder in der Frage Future Skills auf der einen Seite und auf der anderen Seite Mega-Learning, beziehungsweise was heißt Mega-Learning, beziehungsweise müssen wir auch die Art und Weise, wie wir lernen und wie gelehrt wird, neu überdenken, und zwar in Bezug eben auf unsere Future. Der zweite, das macht die Dimension jetzt eigentlich nochmal etwas größer,
dieser Aspekt, weil wir dann wirklich im Gesamtkontext der Erklärungsvariablen für die Bildung sind. Und der zweite Teilbereich, das war dieser Aspekt Erfahrung. Und genau das ist der wesentliche Unterschied, liebe Jasmin, für mich, im Hinblick auf die Differenzierung zwischen Skills und Kompetenzen. Und zwar Kompetenzen jetzt nicht im Sinne einer Verfügungs- oder für eine Anweisungskompetenz, sondern für eine Kompetenz definiert als etwas, zu etwas fähig sein, etwas tun zu können und etwas getan zu haben. Und dieses getan zu haben, wenn ich heute einen Bewerber frage, welche Skills haben Sie, dann hat er unter bestimmten Modellannahmen ganz gewisse persönliche Fertigkeiten nachgewiesen. Wenn er aber diese im normalen Leben, im Umgang mit beliebig zusammengewürfelten Teams in einem Unternehmen unter Stresssituation noch nicht unter Beweis stellen konnte, dann hat er, und das ist vollkommen wertfrei, für mich zwar Skills, aber er hat noch keine Kompetenz. Bitte beachten, das ist meine persönliche Meinung und Spezifikation. Und der dritte Punkt, den du ansprachst, eben neben Lernen und Erfahrung, Kompetenz, das war Future. Und ich sage jetzt mal, Jasmin und Sabine, das Erkennen, dass wir eine Zukunft, und zwar eine verändernde, und zwar eine sich sehr schnell im Moment verändernde Future haben, ist ja schon der erste notwendige Schritt. Und wir, glaube ich, alle sehen immer noch zum Leidwesen vieler, dass es ein sehr breites Verharrungsvermögen, existiert, angefangen von unserem, will ja niemand zu nahe treten, aber von unserem Bildungssystem, sage ich jetzt mal, hoffentlich wertfrei genug, über ganz bestimmte Führungsstrukturen im Unternehmen. Eben aus dem, du kannst es sicherlich sehr viel besser erklären als ich, liebe Jasmin, aus diesem bewussten sich nicht ändern wollen, um in gewohnten Bahnen keine Risiken eingehen zu müssen und insofern Augen zu, Mund zu, Ohren zu und weiter so. Und ich wiederhole mich, allein das Erkennen, dass es so nicht weitergehen kann und dass wir ansonsten in ein sehr großes Problem laufen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial, das ist meine Meinung, allein das ist ja schon mal der erste Schritt für Future und Definition Future Skills. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich übergebe das Wort gerne auch gleich an Sabine und möchte allerdings vorher noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir drei Raumregeln haben. Und ich habe das vorhin beim Gespräch nicht realisiert. Deswegen habe ich jetzt hier sozusagen nochmal die Handmeldung sozusagen zurückgewiesen zunächst mal. Ihr könnt gerne mit dazukommen, drei kleine Raumregeln, die für alle gleichermaßen gelten, unabhängig davon, ob ihr schon mal auf der Bühne wart, ob ich euch schon einstufen kann oder nicht, im Hinblick auf auch ernst gemeinte Beiträge, das will ich gar nicht in Frage stellen bei dem einen oder anderen, aber einfach der Fairness halber sozusagen hier bitte darauf zu achten, ein Profilfoto, auf dem ihr zu erkennen seid, Vor- und Nachname und mindestens einen Satz. Wer aus irgendwelchen Gründen anonym bleiben möchte, kann das gerne tun, dann gerne einfach eure Frage oder euren Gedanken über den Chat mit uns zu teilen. Ja, Sabine, du wolltest gerne anschließen. Ja, zu gewohnten Bahnen würde ich gerne noch mal reinspringen. Gestern hatte der Sohn auch noch zwei Freundinnen da und zum Kaffee durften wir dabei sein. Und dadurch haben wir so ein bisschen das Feedback aus einem Jahr Schule mitgekriegt. Das war sehr, sehr interessant. Also was ich mitgenommen habe, ist, die geht in Rente, die geht in Rente, der geht in Rente. Also viele Schullehrer werden sich auch verabschieden. Was mir dann das als zweites gegeben, wer kommt nach? Kommen die Lehrer nach, die auch das Thema Agilität mitvermitteln können? Das zweite Thema war dann, was sie in diesem Jahr stofflich gemacht haben. In dem Fach, da brauchst du nichts nachzuholen. Auch das war sowieso doof.
Das war so ein bisschen, was rüberkam. Und da muss ich sagen, was mein Sohn so erzählt hat, das kam ganz anders rüber. Er war motiviert, er hat Spaß. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das A und O. Und was natürlich auch dazu führt, dass die zum Denken kommen. Unser Sohn kam gestern Abend an und stellte Fragen, tiefe Fragen zum Thema meines Mannes Angestellten sein und meine Selbstständigkeit. Er fragte steuerliche Sachen, er fragte Sachen und da sagte er dann so ein bisschen vorwurfsvoll, das war natürlich ein Scherz, ja, darüber habt ihr mit mir ja auch noch gar nicht gesprochen. Ja, warum haben wir denn mit ihm nicht darüber gesprochen? Also ich bin sicherlich die Letzte, die ihm Wirtschaft vorenthält. Aber das Problem ist ja, wenn die andere Seite gar nicht interessiert ist, dann wirst du auch nichts rüberkriegen. Auf einmal ist er interessiert für andere Sachen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das A und O, dass die nicht unbedingt das letzte Wissen vermitteln müssen, sondern Interesse und Motivation. Und dann dreht sich auch das Rad und dann dreht sich das vielleicht auch schneller. Und dann wissen die vielleicht auch ein bisschen mehr, in welche Richtung das Ganze geht. Das wollte ich noch dazu sagen. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau, zum Thema Geld. Der fragte uns, was wir verdienen. Das hat er vorher noch nie zu. Er tat so, als ob wir es ihm nicht sagen wollten. Wir haben darüber noch nie gesprochen, weil es ihn eigentlich auch nicht interessierte. Auf einmal lebte er ein Jahr im Ausland und musste mit seinem eigenen Geld, hat gesehen, er hat bei zwei, sage ich mal, etwas sozial schwächeren Familien gelebt und bei einer sehr gut situierten. Und da ging auf einmal bei ihm das Denken los. Auch in Richtung, natürlich steht für ihn klar, er möchte irgendwas machen, was ihm Spaß macht. Aber er muss auch davon leben. Also Wahnsinn. Es ist schon Wahnsinn. Ich bin echt begeistert. Ja, vielen Dank. Jürgen, magst du hier nochmal anschließen, bevor wir dann gleich auch langsam in die Abschlussrunde für heute übergehen? Ja, sorry, es hat ein bisschen gedauert. Möchte ich sehr gern nochmal einen Dank, liebe Sabine, an deine Ausführungen aus dem Leben gegriffen. Und sie sind für mich, seht es nicht, seht es mir nach, wenn ich das vielleicht jetzt etwas instrumentalisiere für meine Argumentation. Wasser auf die Mühlen, in Bezug auf diese Verbindung Future Skills und Mega Learning, die neue Art des Lernens in Verbindung mit dem mit der Motivation. Und wer ist für die Motivation verantwortlich? Derjenige, der in der Lage ist, eben unsere Kinder und auch unsere Mitarbeiter zu motivieren, nämlich der Lehrende. Und wir hatten mal einen Raum im Verbund mit dem Gesamtthema Wissen, wo wir auch auf Sozialisierung und Lernen eingingen. Und da hatte ich damals gesagt, der erste Schritt eigentlich zum Lernen und zu überlegen von Lernmethoden ist, das Lernen beginnt mit der Ausbildung und dem Lernen des Lernenvermittlers, des Lehrers. Und auch da muss ich meines Erachtens ganz bedeutend etwas verändern und im Wesentlichen genau auf diese Position abzielen, nicht ein fächervordefinierten Information und Wissenkanon zu vermitteln, angefangen vom Satz des Pythagoras bis, was weiß ich, zum ersten Satz von XY, sondern die Motivation dafür zu wecken, dass das für mich ein Future Skill im Rahmen eines Future Skills notwendig ist und Interesse habe, mich draufzusetzen. Und liebe Jasmin, und Sabine, ich kann das sehr gut an der eigenen Position nachvollziehen. Dein Beispiel mit dem Geld oder mit dem Steuern, mit den Steuern. Ich sage jetzt mal etwas platt. Unsere Generation oder viele sind da groß geworden darin, dass sich da so lange wie möglich die Eltern darum gekümmert haben, bis man irgendwann ins kalte Wasser geworfen wurde. Und das ist für mich so ein Zeichen dafür, dass es eben in dieser Hinsicht eben
nicht nur Kompetenzen für ein ganz bestimmtes Fach, sondern für das Leben, die Kompetenz zu leben, in den Vordergrund drücken muss und deswegen für mich auch eine andere Form des Lernens und der Lernvermittlung stattfinden muss. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und ich denke, dass diesen Aspekt können wir vielleicht morgen dann bei Raum 2, wenn ihr möchtet, dann auch nochmal aufgreifen, eben dieses, was genau bedeutet das denn dann auch in der Ausgestaltung und wie müsste das tatsächlich dann auch aussehen, auch in Anführungsstrichen Aufgaben- und Rollenverteilung, also für welchen Anteil beispielsweise sind dann Eltern zuständig aus unserer Sicht, welche Aufgaben und Rollen übernimmt ein Lehrer, dann vielleicht gerade im Arbeitskontext auch der Lehrende und so weiter, also dass man hier vielleicht auch nochmal aus den verschiedenen Perspektiven draufschaut und vielleicht auch konkrete Beispiele aufgreift. Das wäre eine Möglichkeit, mit der wir dann auch morgen nochmal fortsetzen können. Ich würde das jetzt gerne an der Stelle tatsächlich langsam abrunden, weil es doch ein zu großes Feld ist aus meiner Sicht, dass wenn wir heute damit starten, dann kommen wir nicht bis 9 Uhr durch mit unserer Abschlussrunde heute auch. Und damit möchte ich dann gerne auch schauen, was sind denn so die wesentlichen Erkenntnisse oder Highlights aus dem Raum, die ihr heute nochmal unterstreichen wollt, bevor ich dann nochmal ein paar Worte zusammenfassend auch nochmal mit reinbringen möchte. Jörg, magst du starten? Ja, mache ich gern. Herzlichen Dank für deine 900. vortreffliche Moderation und Themenwahl, liebe Jasmin. Und herzlichen Dank, liebe Sabine, auch an dich für deine aus dem Leben gegriffenen Beispiele, die etwas abgehobene, theoretische vielleicht Sicht von meiner Seite mit Leben gefüllt hat. Das war für mich das Highlight und ich freue mich auf die Fortsetzung dieses Themas, weil ich denke, es ist, ich gehe mal da jetzt in Vorlage, das Schlüsselthema die Herausforderung eigentlich für unsere Zukunft. Future Skills und Future Kompetenzen. Vielen Dank und einen schönen Tag euch allen. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Sabine. Ja, auch ich darf mich nochmal bei dir, Jasmin, für den 900. Deep Talk Club bedanken. Du machst das echt super. Und natürlich bei dir, Jürgen, du das wieder sehr wissenschaftlich und professionell dargestellt hast. Aber ich glaube, wir waren uns in den meisten Themen sehr einig. Und ich glaube, ich weiß, das Thema Bildung ist mit das A und O für alles. Und die Flexibilität in der Bildung. Und nicht jeder muss alles können. Viele müssen einfach nur wissen, wo es steht. Das reicht schon. Aber die Motivation ist für mich das A und O, weil ich kann jemanden in den Hintern trinken. Wenn der sich nicht bewegt, dann wird er sich nicht bewegen. Wenn er selbst vorangeht, dann kann ich ihm helfen, schneller zu laufen. Da habe ich sicherlich auch als Eltern viele Möglichkeiten, ob das jetzt finanzieller oder irgendwie Möglichkeiten aufzuzeigen, geh mal in die Richtung und die. Aber wenn der Wille nicht da ist, dann wird es einfach schwierig. Vielen Dank, Jasmin. Ja, vielen, vielen lieben Dank auch an euch, sowohl für heute als auch die gemeinsamen 900 Räume, die wir hier auch gemeinsam gestaltet haben und für jeden Einzelnen, der immer wieder mit dabei ist und auch sowohl auf der Bühne oder über den Chat sich beteiligt. Und ich finde es total spannend. Es gibt ein paar Punkte, die ich gerne heute noch mal kurz abschließend sagen möchte, bevor wir abrunden und dann morgen das Thema fortsetzen. Ich finde es schon sehr spannend, auch zu dem Thema Future Skills. Ich finde, das passt im Grunde genommen auch zu dem Raumthema, auch mitzubekommen, wie sich der eine oder andere hier im Raum verhält. Und wir haben einen separaten Raum auch zu den Raumregeln etc. gemacht. Und sowas wie Geduld, sowas wie, das sind jetzt keine neuen Skills, die haben wir mit Sicherheit auch schon in der Vergangenheit benötigt. Oder sowas wie, wenn gewisse Regeln in einem Raum gelten, dann gelten sie, diskutiere ich die oder lasse ich es einfach sein, in Anführungsstrichen. Auch das sind alles Aspekte, die zum Beispiel unter dem Kontext Situational Awareness für mich reinfallen. Ich finde es immer wieder sehr, sehr spannend an der Stelle zu beobachten, welche Diskussionen auch teilweise im Chat geführt werden oder ähnliches.
Vielleicht noch mal kurz für den einen oder anderen, um es nachvollziehbar zu machen. Ich respektiere, wenn jemand sich nicht offenkundig bekannt geben möchte und erwarte auf der anderen Seite auch, dass respektiert wird, dass es eben bestimmte Regeln bei uns im Raum gibt und es gibt gute Gründe dafür. Die muss nicht jeder gutheißen und wer das eben nicht gut findet, der kann gerne auch fernbleiben, in Anführungsstrichen, ja, und an anderen Räumen teilnehmen, die es ja hier auf Clubhouse auch durchaus gibt und dort einfach mitmachen. Also spricht überhaupt nichts dagegen. Und das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Und sowas wie, ja, ist der eine oder andere tatsächlich auf dem Profilbild zu erkennen? Für mich ist es deutlich besser zu erkennen als ein Schuh, in Anführungsstrichen. Sorry. Also, aber das ist auch wieder immer wieder die persönliche subjektive Meinung und Bewertung. Ich glaube, dass wir müssen da auch nicht drüber diskutieren. Wenn es dem einen oder anderen nicht passt, dann einfach lassen. Dann die Frage, die im Chat gekommen ist. Ich habe begründet, warum wir sie heute nicht mehr aufgreifen quasi, sondern morgen gerne darauf eingehen, weil es einfach zu groß ist, um jetzt in den letzten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten, mehr waren das nicht, diesen Beitrag aufzugreifen. Und ja, die Räume sind auf 60 Minuten beschränkt. Und auch hier, so dieses, der Kommentar am Ende des Raumes, wo ich denke, einfach nur unnütz, in Anführungsstrichen, weil es bringt nichts, außer dass ich mich vielleicht ärgere oder den anderen versuche zu ärgern, in Anführungsstrichen. Aber ich finde, ganz ehrlich, es ist bezeichnend, wie wir teilweise auch, gerade auch in Zeiten von Social Media und so weiter, miteinander umgehen. Und ich finde, das sind schöne Beispiele, auch zum Thema Future Skills, zum Beispiel Social Media, Umgang miteinander. Wie kommentieren wir? Wie gehen wir miteinander um? Sind wir anonym? Ja, es macht schon einen Unterschied, wie ich auch agiere oder wie ich mich verhalte, ob ich mich zu erkennen gebe oder nicht. Und dementsprechend auch die Kommentare, die häufig in diesem Zusammenhang kommen. Und das ist schon auffällig. Und ich meine, 900 Sendungen sind 900 Sendungen auch der Erfahrung. Wir haben Regeln aufgesetzt irgendwann im Laufe der Zeit, weil wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben. Das gilt vielleicht nicht für alle. Ja, also auch hier muss man immer wieder vorsichtig damit umgehen. Aber wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass wenn wir so vorgehen, wie wir vorgehen, vorher waren wir ja zu viert, mittlerweile mache ich es alleine, dass wir damit auch das eine oder andere einfach sozusagen ausmerzen und gar nicht erst zu der Situation kommt. Und insofern hoffe ich einfach, dass der eine oder andere, auch wenn das vielleicht nicht immer gut heißt, trotzdem sich damit zurechtfindet. Ihr seid trotzdem weiterhin eingeladen, mit dazu zu kommen, auch zuzuhören, auch wenn ihr anonym bleibt und wenn ihr mit dazukommen wollt. Und ich würde mich wirklich auch sehr, sehr freuen. Es sind durchaus auch Bilder in der Audience, wo ich immer wieder denke, ach, eigentlich würde ich schon gerne mehr erfahren, mehr kennenlernen, die persönliche Nähe hier auch auf der Bühne entwickeln. Und insofern ist es heute auch nochmal eine ganz, ganz, ganz persönliche Einladung an euch. Vielleicht überdenkt ihr es einfach nochmal, aber wenn ihr sagt, nee, möchte ich nicht, ist das völlig legitim und das ist in Ordnung, dann gerne auch weitermachen, über den Chat zu schreiben. Das vielleicht nochmal so als ein, zwei Gedanken von meiner Seite zum Abschluss des Raumes heute. Ich freue mich in jedem Fall, morgen mit euch fortzusetzen, Teil 2 von Future Skills, und bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung sich das dann entwickelt. Nochmal kurz abschließend für die, die vielleicht heute Morgen in den ersten Minuten nicht mit dabei waren. Ich hatte vorhin auch angekündigt, dass es heute bei Die Ratgeber im HR-Fernsehen eine fünfteilige Serie gibt, die heute startet, immer um 18.45 Uhr mit dem Titel Date mit dem Glück. Patrick Wenke, der Hippiologe, den ihr alle kennt, ist da auch mit dabei, und viele weitere Persönlichkeiten, die was zum Thema beitragen können. Und wer aus irgendwelchen Gründen zeitlich es verpassen sollte, hat dann auch im Nachgang die Möglichkeit, es in der Mediathek auch nochmal nachzusehen. Und am Mittwoch ist auch ein Beitrag von mir zum Zusammenspiel von Veränderung und Glück aus der Sicht der Neurowissenschaften mit dabei. Also insofern schaltet euch gerne ein, wenn es euch interessiert. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und freue mich auf morgen. Bis dahin, ciao.